Das Schicksal schlägt unvermittelt zu, wenn man es am wenigsten erwartet. Vielleicht dachte Henry, dass nichts passieren würde, da er lange Zeit in der Wüste von Durox gelebt hatte und die Erkundung als Familienausflug geplant war. Warum er auf die Schutzkleidung und seine Leibwächter verzichtete, würde sich schon bald zeigen und welchen Preis er dafür zahlen musste. Henry! Henry, bitte sag was! Mein Rücken. Henry? Niemand bemerkte das schwache Leuchten, das aus Henry trat. Verena, Henry ist in ein Loch gefallen. Bewegt ihn nicht, ich komme mit einem Notfallteam. Wir kommen nicht an ihn heran. Talia, ganz ruhig, mir geht es gut. Ich sehe zu meinen Füßen einen Abgang, versuch den Eingang zu finden. Henry, beweg dich nicht. Hierher, ich habe einen Eingang gefunden. Jetzt erst wurde Henry bewusst, dass gleich nach dem Aufschlag eine Linderung seiner Schmerzen einsetzte. Von Parsec zu Parsec spürte Henry seine Kraft zurückkehren. Ganz offensichtlich besaß er jetzt eine extrem beschleunigte Selbstheilung. Admiral, wie geht es Ihnen? Dank meiner Selbstheilung schon wieder gut. Wir dürfen die Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr auf diese Weise fallen lassen wie heute. Ja, Verena, du hast recht. Ich werde mit Talia darüber reden. Talia, dem Admiral geht es gut. Bin ich froh. Schwestern, das muss uns eine Lehre sein. Im hinteren Bereich gab es urplötzlich einen exponentiellen Energieanstieg. In Anbetracht, dass keiner von ihnen einen Schutzanzug trägt, war ein Notfalltransport angezeigt. Ich streue ungern Salz in die Wunde. Aber ich sagte es heute Morgen schon, das ist keine gute Idee. Entschuldigung, ich fühle mich so schuldig. Das musst du nicht alleine. Das gilt für uns alle. Wenn wir das nächste Mal tun, dann nur in einem bereits erkundeten Gelände. Ich möchte jetzt den Ursprung dieses Energieanstiegs erkunden. Talia und Verena. Euch beide sehe ich im Wissenschaftslabor. Team Autreska macht sich mit der Navigation unserer Flotte vertraut. Seht euch an, was man verbessern kann. Das werden wir später bei einem Meeting genauer erörtern. An die Arbeit. Verstehe ich das richtig? Mit den Sonden gibt es keine Reaktion dieses Artefakts. Lucy vermuten, Reaktion nur bei Lebewesen da ist. Das ist auch meine Meinung, Admiral. Nachdem ich die Aufzeichnungen des Bodyguards analysiert habe, gehe ich sogar fest davon aus. Haben wir wenigstens eine Aufzeichnung von dem Artefakt selbst? Ja, sehen aus wie Computer. Objekt gescannt, haben keine Ergebnis. Henry, du gehst nicht schon wieder alleine dorthin. Admiral, da muss ich Talia recht geben. Ich schlage vor, dass Talia mit mir geht. Nach den beiden Äußerungen von Talia und Verena machte Henry ein Gesicht, wie wenn er in eine Zitrone gebissen hätte. Kaum waren Verena und Talia in der Nähe des Artefakts, erwachte es. Diese Nachricht ist für denjenigen, der dieses alte Bauwerk findet. Der Planet Zeta 7. Wir versammelten uns in unserem geheimen Labor hinter dem Tempel, das für den Telepathen nicht erreichbar war. Wir ließen ihn im Glauben, wir würden für ihn beten. In Wirklichkeit arbeitete ich Xalara, Angehörige der Xolox, an einer Fluchtmöglichkeit. Für mein Volk aus der Knechtschaft. Seit Äonen wurden wir vom tyrannischen Telepathen unterdrückt, der mit seinen mentalen Kräften unseren Planeten kontrollierte. Doch nun war die Stunde unserer Flucht gekommen. Mein Volk nannte mich. Eine brillante Wissenschaftlerin. Ich präsentierte stolz meine revolutionäre Portaltechnologie. Ein schimmerndes Portal öffnete sich vor uns und wir traten mutig hindurch, entschlossen, der Kontrolle des Telepathen zu entkommen. Als wir den anderen Teil des Portals erreichten, befanden wir uns in einem unerforschten Teil des Universums. Doch was wir damals noch nicht ahnten, war die wundersame Auswirkung unserer Reise. Durch das Erschaffen dieses Portals hatte sich das Raum-Zeit-Kontinuum auf Durox stabilisiert.
Ein Nullpunkt für alle Anomalien war ohne mein Wissen entstanden. Eine Verbindung zwischen allen Anomalien im Universum zentrierte sich jetzt auf Durox. Von Durox aus besuchten wir viele Welten in der Galaxie. Wir versuchten immer Positives auf der jeweiligen Welt zu hinterlassen. Die meisten Welten, die wir besuchten, waren noch sehr primitiv und unterentwickelt, sodass wir sie nach geraumer Zeit wieder verließen. Bei all unseren Reisen haben wir eine Gemeinsamkeit festgestellt. Wir waren viel zu früh in unserer Entwicklung. Die Entwicklung der anderen Welten war so gering, dass sie uns jedes Mal als Gottheiten ansahen. Sie errichteten monumentale Bauwerke nur, um uns zu gefallen. Wir zogen uns in einen Teil der Galaxie zurück, der nur für hochentwickelte Spezies zu erreichen ist. Talia, meine Sensoren zeigen eine technische Anlage auf der anderen Seite an. Das will ich sehen. Ich denke, dass diese Vorrichtung einen Durchgang öffnet, ähnlich unserer Sprungtunnel und Fluchttunnel. Verenas Erkenntnis war aber noch kein Durchbruch. Jetzt galt es, die Sprache dieses alten Computers zu entschlüsseln. Dann erst konnte man daran denken, die eigentliche Funktion dieser Ringe zu erforschen. In der Zwischenzeit arbeitet Craig zusammen mit Mervyn, angespornt durch das Artefakt am eigenen Tor-System und dessen Verbesserung. Wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Episode.